Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und herzlich willkommen an meinem Bilster Berg. Aber hier ist heute richtig Trubel, heute Abend noch, weil die für morgen irgendwas Großes planen und aufbauen. Da musste ich jetzt ein bisschen ausweichen hier und man hört vielleicht hin und wieder auch noch ein bisschen Krach. Ja, ich habe heute das Vergnügen, euch den Mercedes AMG GTR vorzustellen. Eine Woche hatte ich den jetzt in Bielefeld, morgen wird er wieder abgeholt. Ich bin ein bisschen traurig. Es war harte Arbeit. Ich habe richtig Muskelkater hier in den Mundwinkeln vom vielen Grinsen. Nee, es war eine wirklich schöne Zeit. Bevor ich auf das Auto näher eingehe, ganz kurz, ab und zu mokieren sich die Leute ja, dass ich sage Videokaufberatung. Sicherlich, nicht jeder hat 200.000 Euro über. Die Käuferschaft, die ich hier heute erreiche, ist wahrscheinlich relativ gering. Aber ich denke, vielen Mercedes-Fanboys wird es genauso gehen wie mir. Die werden sich einfach freuen, das Auto mal ein bisschen detaillierter zu sehen, weil in der Öffentlichkeit sieht man ihn ja kaum und auch im Autohaus wird es eher schwierig. Ja, wie immer springe ich aber zunächst zurück in der Historie. 2014 hat Mercedes-AMG in der Falterbach die Weltpremiere des AMG GTs gefeiert. Das war ja das zweite Auto, das zweite eigenständige Auto von Mercedes-AMG. Die anderen sind ja immer in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz gefertigt, also Mercedes-Benz. Und nach dem Mercedes-AMG SLS war der GT nun das zweite Fahrzeug, was sie eigenständig konzipiert haben. Der SLS ist ausgelaufen, dafür ist der GT gekommen, wobei er ihn nicht ersetzt hat, weil der SLS natürlich ein bisschen größer war als der GT. Gut, Markteinführung für den GT und den GTS erfolgte dann 2015. 2015 haben sie auch eine Rennversion basierend auf dem GT vorgestellt. Das war der GT3. Im Unterschied zum GT oder zu den zivilen Versionen, die ja alle mit einem 4 Liter V8 befeuert werden, hat der noch den alten Sauger, also den 6,2 Liter V8, den wir auch aus dem SLS noch kennen. Und dreht damit seine Kreise. Die waren beim 24-Stunden-Rennen 2016 auch sehr erfolgreich, haben die ersten 4 Plätze belegt. GT3, 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 GT3. Alles Mercedes-AMG. Ja. 2016 im Juni war ich auch in Großbritannien unterwegs. Großbritannien, so. Unterwegs in Goodland. Da gibt es so einen riesigen Mercedes-Spaßpark im Prinzip. Und da hat man dann den Mercedes-AMG GTR vorgestellt. Lewis Hamilton war auch da. Auch da habe ich euch einen kleinen Clip damals mitgebracht. Und die Markteinführung erfolgte dann ein Jahr später, nämlich 2017. 2016 haben sie aber auch noch den GT Roadster vorgestellt, also eine offene Version vom AMG GT. Auch da war ich bei der Fahrveranstaltung. Es gibt ein kleines Video bei, ein kleines, na, ihr wisst schon, ne? 90 Minuten halt oder so. Bei uns im Stream findet ihr das. So, wo war ich 2016? 2017 erfolgte dann die Markteinführung vom GTR und die kleineren Modelle, also sprich der GT und der GTS, die haben ein kleines Facelift erhalten. Als sie den Roadster vorgestellt haben, haben sie ja auch noch den GTC vorgestellt, sodass es jetzt 4 Leistungsstufen gibt. GT, GTS, GTC, GTR und zwar genau in dieser Reihenfolge. Auch wenn der GTR eine Eigenentwicklung von Mercedes-AMG ist, wird er tatsächlich nicht in Falterbach gefertigt, sondern in Sindelfingen. Lediglich der Motor, der wird in Falterbach gebaut und natürlich nach dem Prinzip One Man, One Engine, ein Mitarbeiter ist damit beschäftigt, den kompletten Motor zu fertigen. Ich bin ganz überrascht gewesen, wie gut sich der Wagen doch auch in Deutschland verkauft. Ich hatte ja gedacht, naja, Nordamerika ausschließlich fast. Aber von 2015 bis 2017 wurden jedes Jahr über 1250 AMG GTs zugelassen. Und ich finde, das ist schon mal eine ganze Hausnummer. Ja, es gibt ja jetzt ganz, ganz neu quasi den Mercedes-AMG GT4-Türer. Ne? Der dem ganzen Fahrzeug ein bisschen ähnlich sieht, hat aber eigentlich bis auf die Namensgebung so gut wie gar nichts mit dem AMG GT zu tun, sondern der teilt sich ja die Basis mit der Mercedes E-Klasse bzw. mit dem Mercedes CLS.
unseren Testwagen hier habe ich für euch da draußen nachkonfiguriert und wir blenden jetzt hier unten den Code ein, dann könnt ihr euch den im Konfigurator selbst nochmal ansehen, was ist hier Serie und was ist Sonderausstattung und vor allen Dingen, was kostet die Sonderausstattung. Im Videobeschreibungstext unten ist das Ganze auch als Link eingeblendet. Braucht ihr nur draufklicken und schwupps öffnet sich dann der Mercedes-Benz Online-Konfigurator. Ja, Mitbewerber in dem Segment ist ganz spannend. Mercedes hat ihn ja, also nicht, sie haben es nicht gesagt, aber im Prinzip es ist ja so ein Porsche, ne? Der Porsche-Mitbewerber für den 911er. Und darum wollten sie ja auch weg vom SLS, der ja deutlich teurer nochmal war, und hin zu einer Version, die dann besser preislich auch mit dem Porsche konkurrieren kann, mit dem 911er. Also der 911er auf jeden Fall ein Mitbewerber, egal ob nun als GT3, als GT2 RS oder als Turbo S. Der 911er ist auf jeden Fall Mitbewerber. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel den Audi R8 oder die Corvette als Z06 oder auch der Nissan GTR. Ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, Mercedes AMG bietet den GT in 4 Leistungsstufen an aktuell. Also wenn man GT3 noch dazu zählen würde in 5, aber bleiben wir mal bei den zivilen Versionen. Da haben wir also erstmal den Mercedes AMG GT ohne irgendwas, 476 PS. Dann den GTS, der hat 522 PS und den GTC, der kommt mit 557 PS und der GTR, der hat dann 585 PS. Unter allen Motorhauben ist der gleiche Rumpfmotor im Prinzip, ein 4 Liter V8 mit heißem Innen-V, das heißt die Turbolader sind im Innen-V mit Trockensumpfschmierung und Transaxelbauweise, das heißt das 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe ist an der Hinterachse verbaut. Ah ja, und alle Motoren, das muss man heute ab und zu dazu sagen, ne, erfüllen durchaus die Abgasnorm Euro 6D Temp. Ja, wir haben den GTR, gebaut übrigens One Man, One Engine, handcrafted by Alexander Kraut. Und ich bedanke mich bei dir, Alexander, der Motor hat mir eine ganze Menge Spaß gemacht und überhaupt keine Zicken. Ne? Hast du gut gemacht. Gut, ich sagte es ja, der Rumpfmotor ist immer der gleiche, das ist der 4 Liter V8. Hier im GTR leistet er 585 PS, kommt auf ein maximales Drehmoment von 700 Newtonmeter und die liegen im Drehzahlbereich zwischen 1900 und 5500 Umdrehungen pro Minute an. Ich habe mich gefragt, wie machen die das eigentlich? Ne? Hier irgendwie GT, gleicher Motor im Prinzip, 476 PS, jetzt GTR 585 PS, mal eben 100 PS rausgekitzelt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, andere Turbolader, anderes Verdichtungsverhältnis, höherer Turbodruck von 1,2 auf 1,35 bar und eine kleinere Wastegate Steuerdose. Ja, und dann hier und da noch so kleinere Modifizierungen. Und schwuppdiwupp macht der gleich eine ganze Ecke mehr. Auch am Getriebe haben sie hier von dem GTR ein bisschen was gefeilt. Der erste Gang ist länger übersetzt im Vergleich zu seinen kleineren Geschwistern. Also kleiner, ihr wisst schon. Und der siebte Gang ist noch ein bisschen länger übersetzt. Damit man hier auch auf der Rennstrecke noch ein bisschen mehr machen kann. Und jetzt noch die restlichen Fakten hier zum Mercedes AMG GTR. Der beschleunigt von 0 auf 100 oder wie Tobi sagt, von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht man bei 318 km pro Stunde. Der Mercedes AMG GTR verfügt über einen Tankinhalt von 65 Litern, optional 75 Liter. Bei einem Neftverbrauch laut Mercedes-Benz von 12,4 Litern Super Plus auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 520 Kilometer kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Mercedes AMG mit 259 Gramm pro Kilometer an. Der Mercedes AMG GTR ist 4,55 Meter lang bei einem Radstand von 2,63 Meter. Er ist 1,28 Meter hoch und misst in der Breite 2,01 Meter. Der Wendekreis des Mercedes
AMG GTR beträgt 11,50 Meter. Das Leergewicht ist mit 1630 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 1890 Kilogramm. Der preiswerteste Mercedes AMG GT ist für 117.934 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 166.659 Euro, kostet aber so, wie er hier steht, 200.967 Euro. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 13, Vollkasko 31 und Teilkasko 32. Der Mercedes-AMG GTR ist ein bisschen breiter als die anderen drei Geschwisterchen. Vorne die Carbon-Kotflügel haben sie ein bisschen verbreitert, insgesamt 46 mm. Und hinten die Alu-Teile sind auch verbreitert worden, insgesamt um 57 mm. Haben sie gemacht, um eine etwas breitere Spur zu kriegen und aber auch um breitere Sohlen fahren zu können. Ist ja klar. Ja, eine Ausstattungslinie als solche oder Ausstattungslinien gibt es nicht. Es gibt nur die Ausstattungslinie GTR und da kann man sich dann das eine oder andere Paket noch zubestellen. Wobei, gerade beim GTR hat man, glaube ich, gar nicht so die Auswahl. Das Black-Paket ist zum Beispiel schon dabei. Ja, als Scheinwerfer gibt es immer die LED High Performance Scheinwerfer. Da kann man auch nichts dran ändern, sind serienmäßig dabei beim GTR und kann man auch nicht aufrüsten. Ich zeige die euch gerne einmal in der abgedunkelten Halle. In der abgedunkelten Halle bewege ich mich jetzt auf das Auto zu und öffne das mal mit der Fernbedienung. Also entriegel das Fahrzeug. Vorne und hinten geht Licht an. Und hier am Fußboden das AMG-Logo kommt hier vom Spiegel runter. Mache ich die Tür mal auf. So empfängt mich das Auto hier mit der Einstiegsbeleuchtung. Uff. Und ich starte mal direkt das Auto, um euch den Innenraum zu präsentieren. Hier haben wir so eine ganz leichte Beleuchtung von oben irgendwie für den Bereich. Aber man sieht es, glaube ich, ganz gut. Die ganzen Schaltflächen sind so in Amber beleuchtet. Außer die Sachen, die wichtig sind, die sind dann in Rot. Auch das Lenkrad, die Schaltflächen sind beleuchtet. Und hier in der Tür und der Lichtschalter auch entsprechend. Ja, das ist Cockpit. Und das Display bei Nacht. Und so sieht das aus, wenn ich nach vorne gucke, im Dunkeln. So, der Lichtschalter befindet sich in der Autolichtstellung. Ich starte den Motor. Licht blendet auf. Lichthupe. Fernlicht. Abblendlicht. Standlicht. Und ausgeschaltet geht halt auch. Das ist wieder Automatik. Und blinken kann ich noch. Das auch nochmal mit dem Standlicht. Aber im Prinzip war es das auch schon. Nebelscheinwerfer gibt es ja nicht. Mit der Front bin ich aber noch gar nicht fertig, denn mit dem Mercedes AMG, ich muss nicht immer sagen, ne? Mit dem GTR haben sie den Panamericana Grill, nicht Panamera, Jan, nicht Panamera, nicht wieder der Fehler, den Panamericana Grill eingeführt. Der war ja erst nur beim GT3, also beim Rennwagen, verfügbar. Und dann haben sie ihn in die zivile Version gehoben und dann ist er nach und nach in die ganzen anderen Modelle reingerutscht. Finde ich persönlich fast ein bisschen schade, weil den so exklusiv für den GTR hätte ich auch noch hübsch gefunden. Aber ich denke mal, Mercedes hat da auf den Kundenwunsch reagiert. Die werden wahrscheinlich alle Amok gelaufen sein, als sie den das erste Mal gesehen haben. Und dann kommt natürlich, ey, will ich auch, ist klar. Eine Besonderheit noch beim GTR
ist, dass er hier unten eine Lippe hat, die man jetzt nicht sehen kann, die sich dann nochmal absenkt, um den Anpressdruck zu erhöhen. Im Race-Modus ab Geschwindigkeiten von 80 km/h fährt er so ein Ding ein Stück weit nach unten und in den anderen Modi ab 120 km/h. Wie gesagt, zeigen kann ich es euch nicht, aber zumindest mal sagen. Ne? Ja, und der GTR ist im Vergleich zu einem GTS nochmal 15 Kilo leichter bei vergleichbarer Ausstattung, obwohl hier eigentlich mehr drin ist beim GTR. Ja, die Farbe, in die ich mich total verliebt habe, dieses matte Grün, was trotzdem strahlt, nennt sich AMG Green Hell Magno, kostet auch mal eben nur so 8.700 Euro extra und finde es passt aber trotzdem ganz gut zum Carbondach oder hier auch zum schwarzen Heckflügel. Insgesamt hat man 12 Farben, aus denen man wählen kann. Und wer sagt, das Auto muss ich haben, die Farbe ist mir egal. Schwarz und Rot gibt es als Unifarben und da muss man nichts extra zahlen. Ja, der GT, also die kleinste Version, die steht auf 19 Zoll Felgen vorne und hinten. Der GTR steht vorne auch auf 19 Zoll, hinten aber auf 20 Zöllern. Und ich mache die jetzt mal einzeln. Also bezogen sind beide Achsen mit Michelin Pilot Sport Cup 2. Und vorne haben wir die Dimension 275/35 ZR19. Hier noch so ein Kleinigkeit halt, ne? Die Keramikbremse, die wir verbaut haben, hat einen Durchmesser von 402 mm, ist aber auch gar nicht viel größer als die serienmäßige Bremsanlage. Da hat man aber noch normale Scheiben, die sind innenbelüftet und gelocht, genau wie die hier auch, und haben einen Durchmesser von 390 mm. Ob nun Keramik oder normale Bremse, an der Hinterachse hat man immer einen Durchmesser von 360 mm und hier auch gelocht und innenbelüftet. Die Dimension hier hinten bin ich euch noch schuldig, das sind 325/30 ZR20 hier hinten drauf. Ja, ich fange beim Heck wie immer an mit der dritten Bremsleuchte. Eigentlich ja mit der Antenne hat er aber hier gar nicht. Die dritte Bremsleuchte unter der Scheibe. Der GT bzw. GTS, die haben ja einen Spoiler, der sich rausfährt. Nicht beim GTR, der hat einen fest verbauten Spoiler. Sieht man ja auch, glaube ich, ganz gut. Die Halterung in Wagenfarbe und der Spoiler selber dann in Schwarz. Der ist auch nicht adaptiv oder bewegt sich, aber hat hier Stellschrauben, wie beim Rennsport halt, ne? Steht in der Pressemitteilung, und den kann man dann manuell quasi auf seine Bedürfnisse abstimmen. Ich habe den mal so gelassen für meine Fahrten, passte schon. Ja, gut. Was wollte ich noch sagen? Die Leuchten sind beim GTR auch nicht anders als bei seinen anderen Geschwistern, aber die Voll-LED-Leuchten zeige ich euch natürlich auch gerne in der abgedunkelten Halle. Der Lichtschalter befindet sich in der Autolichtstellung. Ich starte das Auto jetzt mal. Das ist also das normale Licht, Abblendlicht, Parklicht, Licht aus. Dann haben wir noch die Nebelschlussleuchten. Ich habe keinen Tobi, der mir heute was anzeigt, ich weiß es nicht. Und die Bremse nochmal. Jetzt lege ich den Rückwärtsgang dazu ein. Und ich kann da blinken auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und der Warnblinker. Ja, das war's auch schon. Ein paar Besonderheiten haben wir aber noch am Heck. Fangen wir mal an. Hier GTR, eher in Gelb gehalten, der Schriftzug. Dann hier ein Luftauslass an beiden Seiten, also unterhalb des Mercedes-Sterns links und rechts. Ich meine das Bremsenabluft. Und dann hat der GTR hier so eine ganz herrliche Sportauspuffanlage. In der Mitte eine Blende, da kommen aber auch zwei Rohre an. Also hier 1-2 und dann hier nochmal eins und da nochmal eins. Wobei man muss auch dazu sagen, eigentlich sind das Blenden, wenn man ganz ehrlich ist. Und die Rohre liegen da ein bisschen tiefer versenkt. Und die Rückfahrkamera ist hier. Der hat eine Rückfahrkamera. Warum ist die nie angegangen, wenn ich gefahren bin? Sekundasche.
Das ist ja der Schlüssel vom GTR, altes Design, hinten das Affalterbach-Logo drauf und vorne drei Schaltflächen, verriegeln, entriegeln und den Kofferraum öffnen. Ja. Und warum habe ich die Tür eigentlich offen gelassen? Wollte ich gar nicht. Ich kann den Wagen verriegeln, dann ist er auch zu. Und ich kann ihn entriegeln. Und wenn ich dann den Entriegelungsknopf gedrückt halte, fahren die beiden Fenster auch runter. Kann man also auch locker von der Eisdiele aus machen, wenn es zu warm geworden ist. Genauso fahren sie auch wieder zu, wenn ich verriegeln drücke. Und wir haben hier natürlich, ne, ist ja ein Coupé, rahmenlose Scheiben und eine schwarze, komplett schwarze Einstiegsleiste mit dem AMG-Logo drin. Ich habe eben noch mal vor euch nachgemessen, hier die Wange des Sitzes, die befindet sich auf einer Höhe von gerade mal 45 cm, zumindest nach meiner Messung. Und danach geht es 14 cm nach unten, gemessen hier Sitzmitte quasi zum Boden. Dennoch fällt das Einsteigen eigentlich recht einfach. Man muss sich halt nur einfädeln und dann hier so rüberschieben. Und dann ist es auch gar nicht so schlimm. Allerdings, ich gebe zu, das Aussteigen sollte man üben, so wie ich das mache, ist das nach wie vor so ein bisschen suboptimal. Und wenn du mit dem Auto vorgefahren kommst, jo, was läuft, und dann quälst du dich da so raus, ist nicht ganz so clever. Aber das Einsteigen kann ich mittlerweile schon ganz gut und sitze hier vor allen Dingen auch schön drin. Wenn man die Tür ganz geöffnet hat, was man im Normalfall ja gar nicht macht, dann muss man sich ein bisschen rausstrecken, um sie zuzuziehen. Die Tür ist aber schön leicht. Herzlich willkommen in der dunklen Grotte, möchte ich fast sagen. Ist alles hier ganz schön schwarz, aber herzlich willkommen im Mercedes AMG GTR. Guckt euch die Konfiguration vom Testwagen an, dann wisst ihr, was hier Serie ist und was extra zu bezahlen ist. Ja, was soll ich machen? Ich fange sofort an, oder? Hier mit dem Materialcheck. Das ganze Dashboard hier ist erstmal mit, Kunstleder bezogen und dann hier im unteren Teil mit Alcantara, wobei das ja bei Mercedes anders heißt. Das geht dann hier auch noch rum, die ganze Flanke. Ebenfalls mit Kunstleder bezogen. Hier haben wir tatsächlich mal harten Kunststoff. Man glaubt es kaum. Als Applikation ist hier mattes Carbon im Fahrzeug. Und das Lenkrad ist auch mit so einer Alcantara-Geschichte bezogen. Das gilt auch für die A-Säule und das Dach, auch wenn ihr davon nicht viel seht. In der Tür oben Leder, Alcantara dann. Hoppla. In der Tür oben Leder, darunter dann Alcantara, Griffe auch wieder Leder und selbst hier die Türtasche, das ist dann ein Kunstleder, würde ich sagen. Die Sitze, wir sitzen hier auf Alcantara-Ledersitzen, so ein Mix halt, ne, in der Sitzfläche Alcantara, das finde ich persönlich ja immer total klasse, weil du dann da nochmal ein bisschen gebremst wirst halt. Und außen dann Leder. Und oben haben wir sogar noch mal eine Ziernaht. Und das ist die GoPro, das ist die andere Sicht, die ihr sonst immer seht. Ja, hier der Mitteltunnel vielleicht auch noch mal. Haben wir umrandet, hochglänzend schwarz. Und innen drin dann auch wieder dieses matte Carbon. Ist schon schick, ne? Ist auch Premium, sage ich mal. Nein, das ist schon alles sehr ordentlich. Dafür, dass man hier im Rennwagen quasi sitzt oder in einem sehr sportlichen Fahrzeug, sind die Materialien meines Erachtens wirklich sehr extrem hochwertig, Jan. Nein, sehr hochwertig. Hier hinten haben wir übrigens dann noch Teppich, also Velour. Der Rücken ist damit ausgekleidet. Ja, was das Platzangebot angeht, erstmal, ich kann den Sitz gar nicht verstellen, nur nach vorne und nach hinten. Das ist auch schon alles, mache ich gleich nochmal. Also, ich bin 1,80 Meter groß und zwischen meinem Kopf und dem Himmel passt hier aber nochmal locker eine Faust und darüber nochmal eine flache Hand. Also ich habe hier überhaupt keine Probleme mit dem Platz. Man ist hier halt eingeschlossen in dem Fahrzeug. Ne? Du setzt dich rein und verwechselst sofort mit dem Fahrzeug. So ist es ja gedacht beim Sportwagen. Du willst hier gar nicht üppig Platz haben. Du brauchst nicht eine wahnsinnig weite Sicht nach vorne. Ganz im Gegenteil, hier ist es wirklich so, du sitzt drin und du fühlst dich wie eingewachsen. Und auch der Blick nach vorne durch diese Schießscharte ja quasi nur auf die Powerdomes drauf, das ist schon ganz großes Kino.
Also das gibt dir sofort auch das Gefühl, du bist sportlich unterwegs hier. Ja. Ich kann aber hier nochmal ausmessen. Zwischen den Sitzen haben wir hier Ravetta, 36 cm. Das ist auf jeden Fall ja, Premium schon, ne? Ein Platzangebot. Und die Sitzfläche ist, hat eine Tiefe von 49 cm. Haben wir das auch nochmal mitgegeben. Im Konfigurator konnte man eine Sitzheizung konfigurieren. Ich weiß nicht, ob das auch für die Schalensitze gilt. Also wir haben es auf jeden Fall hier in unserem Testwagen nicht. Und dann mache ich auch gleich weiter mit den ganzen Bedienelementen, mit der Ergonomie, wie ich das immer nenne. Dazu drücke ich hier zweimal den Knopf, dass die Zündung mal angeht. Meldet sich hier auch alles. Eigentlich wollte ich nur, dass das Display angeht. Hier oben also das aufgesetzte Command-Online-Display. Ich meine, das sind auch 12 Zoll, bin mir nicht ganz sicher. Darunter Lüftungsdüsen, die kennen wir mittlerweile schon ein bisschen anders. Aber die lassen sich hier in alle Richtungen drehen und wenden. Also, nee, nur rechts, links kippen und dann hoch, runter das Gitter stellen. Den Luftstrom regelt man für zwei gleichzeitig hier über den Taster. Und der hat einen eigenen. Und die hier außen haben dann den Taster in der Mitte. Wie wir das von den neueren Modellen auch kennen. Ja, hier ist dieser ominöse Schalter, mit dem ich den Schlupf regeln kann. Aus dem Rennsport quasi übernommen, habe ich nicht einmal genutzt, weil man dafür das ESP ausschalten muss. Und das mache ich natürlich nicht bei Testwagen. Dann die Steuerung für die Klimatisierung. Und jetzt haben wir hier ein V im Prinzip, ein V8, so habe ich es gelernt. 1, 2, 3, 4 Knöpfe auf jeder Seite macht 8. In V-Form ist also V8 eine Hommage an den verbauten Motor. Und im Einzelnen haben wir hier einmal, kann ich die Fahrprogramme wechseln, den Motor starten, ESP steuern, das Fahrwerk steuern, die Klappenanlage steuern, Start-Stopp. Ich kann auf manuelles Schalten stellen und das ist der Drehregler, also der Lautstärkeregler für das Infotainment-System und gleichzeitig ein An- und Ausschalter. In der Mitte, das kennen wir halt, ne? Das ist der Jog-Shuttle fürs Infotainment-System und hier der Handschmeichler, gleichzeitig ein Touchpad. Da haben wir eine Stern-Taste und eine Zurück-Taste noch und hier halt auch. Und das hier hinten ist tatsächlich der Gangwahlhebel. Aber den nutzt man ja auch so gut wie gar nicht, außer man muss mal rangieren und das war es dann auch schon. Wir haben Multifunktionslenkrad und auf der Seite gar kein Hebel an der Lenksäule. Auf der anderen Seite dann Blinker, Fernlicht, Lichthupe und der Scheibenwischer. Das kennen wir ja von Mercedes, dass das so integriert ist. Links neben dem Lenkrad der Lichtschalter und die Nebelschlussleuchte. Unten die Parkbremse und das ist der Taster für den Kofferraum. Die Zentralverriegelung ist hier vor dem Türgriff. Und hier haben wir dann die elektrischen Fensterheber und die Spiegelverstellung. Spiegel kann man auch anklappen. Da bin ich. Und wieder zurückklappen. Und das war's auch schon. Ich habe euch noch nicht den Warnblinkschalter gezeigt. Ich habe den lange gesucht, bis mir dann wieder eingefallen ist. Guckt doch mal nach oben. Und genau da befindet er sich. Kann ich auch die Parkpiepser noch ausschalten und vorne den Bugspoiler quasi ansteuern, wenn ich denn möchte. Ja, und hier, das sind die üblichen Schalter, die kennt ihr eher. Also super Sportwagen hin oder her, macht keinen Unterschied für mich. Wer schon mal Mercedes gefahren ist, findet sich auch im AMG GTR sofort zurecht. Die Schaltflächen sind alle bekannt, gelernt, kommt man hervorragend mit klar. Ist überhaupt kein Problem. Gut, machen wir weiter. Es gibt keine Gurthöhenverstellung. Den Gurt lege ich mir am besten immer so ein bisschen um den Sitz rum. Gurte gibt es, glaube ich, in drei Farben. Gelb, Rot oder Schwarz und Gurt ist reichlich vorhanden. Rollt sich ein bisschen schwer auf hier durch, weiß ich auch nicht. Ja, ich sitze in diesen Sportschalensitzen. Es ist heute alles so ein bisschen verkürzt, weil es nicht so viel da, ne? Die kann man verstellen nach ganz hinten.
und nach ganz vorne. Das ist schon ganz vorne. Macht mir ein bisschen Angst, weil das hier sollte meine Fahrposition sein. Ich sitze fast ganz vorne. Uiuiui. Ja, ganz schön komisch. Und ich kann auch nicht mehr verstellen. Ne? Also ich kann die Lehne nicht verstellen, die Kopfstütze natürlich auch nicht. Das ist ja eine Sportschale. Ich kann die Höhe nicht verstellen. Zumindest hier nicht variabel. Ich glaube, ich kann die einmal einstellen und das war's dann. Und kann die Zündung mal ausmachen. Es gibt auch keine Sitzheizung. Im Konfigurator gibt es eine. Ich glaube nicht, dass die hier für die Sportschalensitze auch greift. Den Sitz selbst habe ich euch auch schon mal gezeigt. Alcantara in der Mitte und Leder außen. Viel mehr gibt es auch nicht zu erzählen, außer, dass ich wirklich fasziniert bin, wie komfortabel die sind. Ich habe hier ein relativ breites Kreuz. Habt ihr schon bemerkt, ne? Und dicke Schultern hier. Sehr, sehr, sehr viel Testosteron in meinen Schultern. Nein, im Ernst, also ich habe schon breite Schultern und das merke ich hier auch in den Sitzen. An diesen Flügeln drücken die mich so ein bisschen nach vorne oder meine Schulterblätter zumindest nach vorne. Die ersten Meter dachte ich, boah, ey, da kannst du keine 20 Minuten drin fahren. Aber erstaunlicherweise, ich bin in einen Tag nach Frankfurt und zurückgefahren, überhaupt kein Problem. So, ja, ich spüre das, aber das macht mir überhaupt nichts. Also jetzt hier nicht, ich fahre GTR und bin völlig verstrahlt und rosa Brille auf, sondern die sind nicht unbequem, die Sitze, ganz im Gegenteil. Klar, eine Sitzheizung, wisst ihr ja, finde ich immer gut, aber die sind nicht nur, bieten nicht nur einen super Seitenhalt durch das Alcantara, ne, da rutschst du überhaupt nicht und die Seiten sind natürlich auch schön eng, also sorgen dafür, dass du richtig im Sitz drin hängst und auch nicht seitwärts irgendwie geschleudert wirst oder irgendwas passiert. Also gerade wenn du jetzt schnelle Kurven fährst, das ist bombastisch, aber auch komfortabel. Irre. Also war ich total begeistert von den Sitzen. Bis auf die fehlende Sitzheizung, ging gar nicht. Ne? Nein, würde ich sofort machen. Ja, also sportlich unkomfortabel die Sitze. Faszinierend. Okay, nach den Sitzen dann das Lenkrad. Das Lenkrad lässt sich manuell verstellen. Ich zeige euch hier einmal den Radius. Und übrigens, alles hier im GTR ist im Innenraum auch schwarz gehalten. Ne? Also sieht man ja hier Lüftungsdüsen, die Einstiegsleiste hatte ich euch schon gezeigt. Und so auch hier der AMG-Schriftzug am Lenkrad. Auch das ist schwarz, schwarz, schwarz. Das gilt auch für die Schaltwippen hier. Die sind meines Erachtens aus Metall und sind dann lackiert oder eloxiert, aber ich glaube eher lackiert. Man kann vier Finger drauf ablegen, die sind also schön groß. Hier ist dann nochmal so eine Rille, so eine Kante, eine Riefe. Nee, eine Kante ist es eigentlich. Da kann man die so ein bisschen einhängen und rutscht auch nicht ab und kann die auch so beim Fahren hervorragend nutzen, auch wenn man das Lenkrad in der Kurvenbewegung hat. Zudem haben wir hier ein Multifunktionslenkrad. Also auf der linken Seite haben wir die ganzen Schaltflächen, um den Bordcomputer zu bedienen. Das heißt, wir haben hier eine Hoch- und Runter-OK-Taste, eine Home-Taste. Ich kann die Spracherkennung deaktivieren und eine Zurück-Taste gibt es auch noch. Auf der rechten Seite steuere ich dann das Infotainment-System, hier die Lautstärke bzw. muten, Telefonate annehmen oder beenden und die Spracherkennung aktivieren. Ah ja, und dann gibt es sogar noch hier, auch in schwarz gehalten, eine 12 Uhr Markierung. Und das komplette Lenkrad halt, wie gesagt, in Alcantara mit gelber Ziernaht übrigens, die man aber auch hier sonst überall findet. Das ist halt die Innenausstattung. Ne? Überall gelbe Ziernähte und natürlich die gelben Gurte habt ihr auch schon gesehen. Das ist eine besondere Innenausstattung. Passt ja auch zum gelben Knopf hier. Ne? Naja, gut, nicht lustig, verstehe ich. Okay, das Lenkrad, vom Lenkrad zum Spiegeln. Ja, bei den Spiegeln, davon mal abgesehen, dass ich die extremst sexy finde. Die sitzen ja auf der Tür drauf mit so einer Welle und ich finde die schon extrem schick. Aber hatte Probleme mit den Spiegeln in der Tat, weil ich halt so weit vorne sitze, dass ich mir den schon ziemlich weit eindrehen muss. So fahre ich normalerweise nicht, sondern versuche immer viel Fläche zu haben. Zwar siehst du die Backen dann, also die hinteren Backen im Außenspiegel, aber es ist so nah dran. Das hat mich irritiert und noch schlimmer ist es eigentlich im rechten Außenspiegel, den ich gar nicht mehr weiter ranstellen kann. Der ist schon so nah wie möglich und da muss ich wirklich den Kopf drehen so richtig.
um da reinzugucken. Normalerweise hast du es ja mal so ein bisschen in den Augenwinkeln, die Spiegel. Das ist schon ja, suboptimal war das für mich zumindest. Zumal du im Spiegel dann auch immer noch den Spoiler hängen hast. Und da habe ich mehrmals mich erschrocken und dachte, boah, was fährt denn da irgendwie, weißt du, so schneller Blick im Spiegel, so ein Zwinkern mehr. Wer fährt mir denn da fast in den Kofferraum rein? Ja, der Heckspoiler halt. Der ist nicht reingefahren, der ist oben drauf, Jan. Naja, gut. Aber die Spiegel sind noch fantastisch im Vergleich zu diesem hier, weil da siehst du nämlich nichts außer das grüne Kreuz. Also den Überrollbügel hinten. Und selbst wenn du den nicht drin hast, siehst du dazwischen, guckst dann auf den Spoiler drauf und hast wirklich nur noch so einen Schlitz, den du sehen kannst. Den Spiegel sollte man sich eh so ein bisschen höher einstellen, damit man hier diese schwarze Leiste sehen kann. Die hilft nämlich beim Rückwärtsfahren. Da werden die Sensoren von der hinteren Stoßstange, also die Abstandshalter, werden da angezeigt. Und das geht dann auch, wenn man den Kopf senkt. Aber die Sicht hier mit den Spiegeln, das ist schon uiuiuiui. Schulterblick über die linke Schulter ist eigentlich kein Problem, weil wir hier hinten noch so ein kleines Dreiecksfenster haben. Das finde ich in Ordnung. Über die rechte Seite A-Säule okay. B-Säule, wenn man sie so nennen will, auch noch okay. Und dann kommt einfach so eine Wüste, wo du gar nichts siehst. Ne? Weil es einmal nach oben geht und dann hast du da noch die C-Säule. Das ist schon verdammt schwierig. Und wenn der Spiegel dann nicht noch ordentlich hilft, aber beim Schulterblick geht das. Es geht eher so um schnelle Fahren und dann mal eben in den Spiegel gucken. Aber auf jeden Fall haben wir da einen toten Winkel. Fertig aus, Mickey Maus. Ja, dann gucken wir uns mal gemeinsam das Cockpit an. Nee, die Rückfahrkamera versuche ich jetzt nochmal zu aktivieren. Ich habe nämlich draußen eine gefunden vorhin. Also, ich starte mal den Motor und lege den Rückwärtsgang ein. Jetzt müsste ja hier eigentlich irgendwas passieren. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Jetzt wechsle ich nochmal eben zum Fahrzeug. Ja, ist ja gut. Ja. Ja, hier ist aber auch nichts. Hier ist auch nichts. Ja. Dann weiß ich auch nicht, weil hier oben schalte ich tatsächlich nur die Parkpiepser aus. Und eine Kamera hat das System, das Auto hinten, aber ich weiß nicht, wo ich das Bild kriegen soll. Vielleicht stelle ich mich auch zu blöd an. In dem Fall, mehr Kulfa, sagt es mir, wie mache ich es richtig? Auch noch nie passiert. Da ist eine Kamera, aber ich weiß nicht, wie ich die ansteuere. Also sollte mir das nochmal irgendwie hier unterkommen, werde ich das nachreichen. Aber ist halt nicht. Gut, dafür haben wir ja die Leiste mit den Parkpiepsern. Lass mich in Ruhe. Bin bedient. Okay, und jetzt kann ich das nochmal versuchen, hier alles ganz auszumachen. Um das Auto nochmal in Normalzustand zu versetzen, damit ich euch das Cockpit zeigen kann. Es möchte nicht so recht ausgehen, also starte ich einfach den Motor. Einmal die komplette Lichtorgel. Wir haben also auf der linken Seite der Tachometer, der ist bis 360 km/h ausgewiesen, 320 fährt der Wagen fast. Im unteren Bereich dann die Tankanzeige mit kleinen LEDs gelöst. Auf der rechten Seite der Drehzahlmesser. Bis 8000 Umdrehungen ist er ausgewiesen, bei 7000 fängt der rote Bereich an und unten dann die Kühlwassertemperaturanzeige. In der Mitte der Bordcomputer, oben wird mir das Fahrprogramm angezeigt, also Komfort, Individual und so weiter und so fort, kann ich da alles anwählen. Dann die Fahrstufe, jetzt sind wir im Park, ich könnte in Drive schalten, neutral, Rückwärtsgang und wieder zurück in Park.
Dann Start-Stopp kann ich aktivieren oder deaktivieren. Und im unteren Bereich sind immer noch 29 Grad draußen und es ist mittlerweile 9 Uhr. Dafür ist aber noch richtig hell hier, ne? Gut, wieder zurück und Schärfe finden. Der Rest gehört an den Bordcomputer. Ich bin jetzt bei den Fahrwerten. Schalte hier einmal durch. Und das war's. Dann über die Home-Taste kann ich mir auch die Navigationsgeschichte anzeigen lassen. Radio ist klar. Medien auch klar. Telefon auch klar. Assistenzgrafik, das können wir uns nochmal anschauen. Auch da können wir einmal durchschalten. Aber so viele Assistenten haben wir hier gar nicht. Und Service überspringe ich, Einstellungen. Dann habt ihr jetzt auch gesehen, was für Assistenten da sind. Ah, hoppla, da wollte ich auch noch mal gucken. Der Spurhalte ist adaptiv. Ja, wahrscheinlich. Und zu guter Letzt habe ich noch das AMG-Menü, da gibt es ja auch noch mal unterschiedliche Tafeln. GeForce-Messer, die Einstellungen, Laptimer und die Temperaturen. Gut. Und da sind wir dann wieder. Ja, kann ich das wieder ausmachen? Wenn ich normal fahre, sehe ich schon kaum die Fahrstufen. Also digitale Geschwindigkeit kann ich noch gut sehen, aber der obere Bereich fehlt mir manchmal so ein bisschen. Es kommt aber auch mal auf die Lenkrad-Einstellung natürlich an. Ja. Warnblinkschalter habe ich euch schon gezeigt, ist hier oben. Wenn man es weiß, ist das ein super Griff. Wenn man es nicht weiß, sucht man sich hier wirklich einen Wolf und ist ziemlich blöd. Gerade wenn man das erste Mal in den Stau fährt. Aber danach bin ich rechts rangefahren und habe den gesucht und gefunden, weil das passt mir ja gar nicht. Ja, und da bin ich auch schon durch. Ne? Es kommt mir so wahnsinnig schnell vor heute alles. Aber es fehlt nur noch der Hupencheck. Was soll's, ne? So hört sich die Hupe an. Ja, dann bin ich auch schon wieder zurück mit dem Ausfahrt-TV-Ablagencheck. Ich zeige euch die ganzen Ablagen hier im Fahrzeug. Fange an mit den Türtaschen. Da haben wir so eine wabbelige Tasche. Bekommen wir aber immerhin so einen halben Liter reingeschoben. Könnte man aber auch Schlüssel oder sonstiges ablegen. Gut, passiert eine ganze Weile gar nichts. Dann haben wir hier das Fach. Da sollen wir angeblich auch eine CD einlegen können. Habe ich nicht ausprobiert, aber es ist zumindest der CD-Slot da. Und hier ist dann auch nochmal ein 12-Volt-Anschluss. Wir haben zwei Cup-Holder oder Getränkehalter mit jeweils vier Abstandshaltern. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, der Liter ist nicht mehr da. Ich habe zwei Literflaschen jetzt in Bielefeld stehen, aber keine am Bilsterberg. Der halbe Liter kippelt hier rum. Aus der Erfahrung weiß ich aber, hier passt auch eine Literflasche rein. Und wenn ich gut bin, liefere ich euch noch ein Schnittbild nach. Und einmal gedrückt fährt das Ganze auch wieder zu. Dann haben wir hier die Armablage, die natürlich keiner als Armablage nutzt, mit dem Falterbach-Logo, AMG-Logo drin. Hier haben wir jetzt, ich lade mein iPhone gerade, zwei USB-Anschlüsse, einen SD-Kartenanschluss und halt ein bisschen Staufach. Die Möglichkeit, hier den Schlüssel auch nochmal abzulegen bzw. reinzustecken. Jetzt muss ich mir ein bisschen vorbeugen. Hier im Fußraum haben wir das übliche Netz. Das kennen wir ja auch von Mercedes. Dann hier im Auto ist das Handschuhfach so klein, dass hier gerade mal die Warnwesten reinpassen. Und das war es auch schon. Dazu nochmal der Fahrzeugschein. Und aus die Maus die. Auch das war's. Haltegriffe gibt es übrigens nicht. Braucht man auch nicht, ne? Dann haben wir zweimal Sonnenblenden, was für ein Wunder. Jeweils mit einem Make-up-Spiegel drin, der von oben beleuchtet ist. Und ja, das ist eher so eine Schießscharte, denn wirklich ein Make-up-Spiegel. Da muss man sich in Etappen Make-up auftragen. Daneben jedenfalls ein Clip. Man kann das Ganze auch aushängen und ein Stück weit nach hinten schieben. Warum das hier geht, dieses Stückchen, ich verstehe es nicht. Ich muss es auch nicht wissen, weil ihr seht ja, hier kommt noch ganz viel Licht rein nebenbei. Und ja,
versucht, aber nicht wirklich geschafft, würde ich sagen. Okay, dann gibt es noch Leseleuchten für den Fahrer und den Beifahrer, die hier unterhalb des Spiegels dann leuchten. Und dazu noch die Einstiegsbeleuchtung. Das sind hier diese beiden Lichtfelder, die den Innenraum illuminieren. Ja, und hinter dem Sitz habe ich auch noch eine Tasche. So eine Netztasche. Aber das war's. Auch ganz schnell, ne? Gut, dann gehe ich noch einmal auf das Infotainment-System ein. Da werde ich mich aber auch kurz halten, weil das ist das alte System von Mercedes, also das jetzt alte System von Mercedes. Habe ich euch just auch im GLC vorgestellt. Aber da ich ja immer so tue, als hätte ich noch nie in so einem Auto gesessen, mache ich auch das in, zumindest zeige ich alles mal so ein bisschen. Also das Erste, was auffällt hier im AMG GT, wir haben keine Kurzwahltasten und auch keine Home-Taste. Wenn ich aber auf den Stern hier drücke, bekomme ich zumindest sowas wie ein Menü, Navigation, Radio, Medien, Telefon, Fahrzeug, Klimatisierung und noch vieles mehr. Ja. Brauchen wir hier, glaube ich, mal große Zündung. So, jetzt mal ein bisschen Zündung, geht das auch alles, glaube ich, ein bisschen einfacher. Fangen wir mal an bei der Navigation. Einmal nach unten den Jog Shuttle, also hier drehen, ne, hinher, das geht alles. Und dann kann ich ein Ziel eingeben, Adresseingabe zum Beispiel. Ort wäre Bielefeld. Ne? Entweder drehe ich jetzt hier mit dem Jog Shuttle und suche mir die einzelnen Buchstaben oder ich klicke hier auf das Touchpad, dann bekomme ich da so eine Ansicht und könnte jetzt auch Buchstaben eingeben. Glücklicherweise kennt das System Bielefeld schon die Straße. Machen wir hier nochmal. Ja. Ja, hat er aber auch schon gefunden. Kann ich also wieder nach oben gehen. Werther Straße, Hausnummer. Das machen wir mal hier. 42. Okay. Weiter. Die Route wird berechnet. Und dann hat er hier mehrere Routen. Und jetzt kann ich hier unten bei Start auch auf Nächste gehen und mir die Routen alle anzeigen lassen, die ich jetzt zur Auswahl habe. Und dann mich für eine entscheiden und bitte einfach starten. Folgen Sie dem Richtungspfeil. Und dann geht das los. Route abbrechen ist Jog Shuttle einmal nach unten ziehen, auf Ziel gehen, Zielführung abbrechen. Dann wieder nach oben und einmal drücken, dann hat man das Vollbild. Jetzt probiere ich das hier nochmal mit der Spracherkennung. Ziel eingeben. Bitte sprechen Sie den Namen des Ortes, der Straße und die Hausnummer. Bielefeld, Wertherstraße 42. Bielefeld, Wertherstraße 42. Übernommen. Möchten Sie die Zielführung starten? Ja. Die Zielführung wird gestartet. Ich mag ja Systeme, wo mir die potenziellen Antworten immer angezeigt werden. Das finde ich ja wirklich nicht verkehrt. So, auch das können wir jetzt nochmal abbrechen. So, und wenn wir jetzt hier oben reingehen, sehen wir, dass man immer so unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten hat. Routenflug ist auch geil, ne? Aber ich habe jetzt gar keine Route drin. Ja, schade eigentlich. Komm, ey, das gönnen wir uns jetzt mal, ne? Ich glaube, das habe ich noch nie gezeigt. Also normal. Ziel eingeben. Bitte sprechen Sie den Namen des Ortes, der Straße und die Hausnummer. Bielefeld, Wertherstraße 42. Straße nicht eindeutig. Ja. Bielefeld, komm. Abbruch. Nein, weiter. Die Route wird berechnet. So, starten. Bitte folgen Sie dem Richtungspfeil. Navigation. Routenflug. Start.
Kann ich dabei noch zoomen? Nee. Ja, gut. Haut mich jetzt nicht so um. Ich meine, ist natürlich total super, aber jetzt gerade nicht. Alles klar. Als nächstes gucken wir uns den Bereich Radio an. Immer wenn ich was ausgewählt habe, sieht man mal, wie viel Radio ich gehört habe. Kann man hier dann nochmal weiter wählen. Internetradio, wenn man denn Empfang hat, geht auf jeden Fall. DAB-Tuner ist nicht dabei. Und hier unten dann immer noch Optionen pro Punkt, was man da sonst noch machen kann. Medien. Auch hier kann ich dann wieder auswählen. Das ist mein Media Interface. Das sollte ich auch schon mal aktivieren für gleich. Dann Telefon ist auch klar. Und jetzt haben wir hier nochmal Fahrzeug. Da war ich ja eben einmal schon. Zeit ist klar. Bitte Fahrzeugeinstellung. Auch da können wir mal durchspringen. Hoppla. Also man sieht schon, es ist nicht allzu viel hier, womit ich spielen könnte. Zum Beispiel Punkt Ambient Light fehlte auch. Dann haben wir hier die Fahrzeugdaten. Sieht also so aus, dass ich dann Lenkwinkel und so angezeigt bekomme. So, war die Zündung gar nicht. Ah, ich weiß auch warum. Lüftung ist ein bisschen eingestellt. Motordaten ist auch klar, da muss ich jetzt die Zündung nicht für einschalten. Und Konfiguration individual. Da kann ich jetzt alles einstellen, was ich für die Fahrprogramme einstellen kann. Also ich habe ein Individualfahrprogramm. Fangen wir an, hier Getriebe will ich manuell schalten oder Automatik haben. Auspuffanlage, Komfort, leise oder Sport plus laut, ESP. An oder in Sport, Antrieb, ne? Achso, nein. Antrieb, Komfort, Sport, Sport Plus oder Race. Und das Fahrwerk, Sport Plus, Sport oder Komfort, also wie hart das gefedert ist oder wie straff das gefedert ist. Ja. Damit haben wir das auch einmal durchexerziert. Jetzt gehe ich nochmal auf die Medien. Jetzt hier wieder mein kleines Lied gestartet. Nee, doch noch nicht. Jetzt hier wieder mein kleines Lied vorbereitet und spiele das mal ab in Zimmerlautstärke, sag ich mal. Warum auch immer das wieder ausgegangen ist. Haben wir noch einen Lautsprecher? Ja, das System, also es gibt ja drei mögliche Konfigurationen. Wir haben hier die Standardboxen tatsächlich nur drin. Dafür finde ich das schon faszinierend gut, das System. Es gibt noch zwei Burmester-Systeme, die man auch nehmen kann, also in zwei Abstufungen. Ja, es reicht mir jetzt auch schon, weil hinter mir auch Leute campen. Hier ist ja ein großer Event, möchte ich nicht zu lange stören. Ich kann euch sagen, wenn der V8 hier und die Auspuffanlage ihr Seliges macht, hast du sowieso keine Musik an. Also ich bin Frankfurt-Bielefeld quasi ohne Musik gefahren. Im letzten Stück habe ich ein bisschen was gehört, einfach um das System mal auszuprobieren. Das ist schon sehr basslastig und ja, mehr gibt es auch gar nicht groß zu erzählen. Ne? Basslastig, Mitten sind nicht besonders ausgeprägt, die Höhen funktionieren. Geht halt so. Aber ich würde auch kein Burmester-System hier drin nehmen. Nein, nicht mal ich. Aber es wäre mir egal bei dem Auto. Kann euch aber hier zumindest nochmal den... Achso, es geht nur, wenn das an ist. Ich kann euch aber hier zumindest nochmal den Klangdialog zeigen. Hier haben wir so einen Equalizer.
Balance kann ich noch setzen und das war's dann auch schon. Jetzt könnte ich vielleicht nochmal hier gucken, was da hinten noch war. Klimatisierung aus. Oder wie das aussieht. Achso, ja, weil ich keine Zündung habe, ne? Aha, AC ist aus. Achso, kann ich einfach an- und ausstellen. Das sind quasi so Kurzwahltasten, interessant. Ja, gut, muss man auch alles nicht haben, finde ich zumindest. Ist jetzt alles nicht so spannend. Und damit, ja, bin ich auch durch. Reicht auch. Ja, ich habe es nie so richtig verstanden, warum sie hier beim AMG GT nicht auch einen Drücker mit dem Mercedes-Stern realisiert haben. Man braucht tatsächlich den Schlüssel, um den Kofferraum zu entriegeln oder halt die Taste im Innenraum. Und auch hier nichts elektrische Heckklappe oder so. Wir haben ein Stauvolumen zwischen 285 und 350 Litern laut technischen Spezifikationen. Ich meine 285 mit dem Überrollbügel drin und 350 ohne, weil der ist halt auch nur optional. Und frohe Kunde, ihr habt es gerade gesehen, ich bekomme hier sowohl mein Köfferchen mit dem ganzen Equipment ins Auto und was mich noch mehr freut, auch meine Stativrolle passt hier rein. Also im Prinzip würde ich jetzt fast sagen, bis auf die Kleinigkeit Kaufpreis ist das Auto wie für mich gemacht, oder? Das ist ja nicht meiner. Ja, ich habe es ja auch gar nicht so mit hohen Ladekanten. Die hier ist auf einer Höhe von 79 cm und danach geht es nochmal 20 cm herunter. Jetzt gucken wir mal, wo ist der Spoiler am höchsten. Man braucht hier auf jeden Fall eine lichte Höhe, wenn man den ganz aufmachen möchte. Ich würde fast sagen von 2,25 Meter. Könnte für die eine oder andere Garage durchaus spannend werden. Ja, komm, ich nehme euch mal mit rein. Und das sollte auch recht fix gehen, denn so viel gibt es gar nicht zu sehen. Erstmal hier, auch die Leiste ist in schwarz gehalten und das ist halt der Käfig oder beziehungsweise der Überrollbügel. Sieht man hier, glaube ich, auch nochmal ganz schön. Geschraubt ist er. Aber wie man den da rauskriegt, ich weiß es nicht. Achso, doch, guck mal da. Könnt ihr das sehen? Ich glaube schon. Sollte machbar sein. Ja, und dann haben wir hier ein Warndreieck. Hier ist eine Klappe. Da ist dann der Verbandskasten und das Tire-Kit, Fit-Kit, was auch immer. Und ein bisschen Sicherungskasten. Das geht, glaube ich, mit einer Hand nicht ganz so gut. Lassen wir das mal. Und auf der anderen Seite ist halt einfach nur Platz. Und das war es auch schon. In der Klappe selber dann die Kofferraumbeleuchtung. Und hier dann noch eine Beleuchtung. Nach unten weiß, nach hinten rot. Ein Griff zum Zuziehen gibt es auch. Mit so einem Kleiderhaken dran. Und ja, das war's auch schon zum Kofferraum, was soll ich sagen. Und ein Fahrrad werde ich auch nicht holen oder einladen. Das tue ich mir hier nicht an, will nichts zerkratzen. Bevor das hier der schnellste Kofferraumcheck ever wird, die Breite hier zum Einladen 92 cm. Dahinter dann aber stolze 1,19 Meter in der Breite Platz. Dafür ist das Ganze nicht besonders tief, nämlich gerade mal 56 cm. Und wenn wir hier zum Überrollbügel messen bis dahin, dann sind es gerade mal 80 cm. Hier im Einstieg hat er eine Höhe von 25 cm und hier hinten dann irgendwie 35 cm. Also viel Platz ist nicht, muss man aber nicht haben, ne, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, muss ich noch irgendwas messen? Nö, komm, reicht. Ja, eine Zahl fehlt noch. 260 Kilogramm darf man zuladen hier bei unserem Testwagen. Zwei Jans und ein bisschen Gepäck halt, ne? Ja, muss ja auch nicht sein. Reicht ja auch. Natürlich, es darf nichts aufs Dach, aufs Carbondach geladen werden. Und hier ist auch kein Platz für eine Anhängerkupplung. Thank you.
Ja, herzlich willkommen bei meinem Fahreindruck hier mit dem Mercedes-AMG GTR. Starte mal den Motor. Leg den Rückwärtsgang erstmal ein. Um hier mal mich richtig auf die Straße zu stellen. Und wie immer fange ich an hier in Bielefeld meinen Fahreindruck, indem ich das Fahrzeug einmal drehe auf der Straße, damit ihr einen Eindruck von dem Wendekreis bekommt. Wobei ich euch hier gerade viel erzählen kann. Denn ohne Rückfahrkamera sieht man nicht viel. Weder ich noch ihr. Aber 11,5 Meter Wendekreis spricht ja eigentlich für sich. Das ist gar nicht so viel. Aber es fühlt sich meines Erachtens wirklich sperriger an. Ich habe gerade mal eine Lenkradumdrehung zum Lenkeinschlag. Das heißt, ein bisschen weniger sogar. Da kommen wir also auf zwei Lenkumdrehungen von Einschlag zu Einschlag. Ja, ich ganz kurz auf die einzelnen Fahrprogramme ein. Wir haben Individual, das habe ich auch schon im Auto erklärt, aber ich gehe einmal kurz drauf ein. Wir können hier die Motorkennzahlen beeinflussen zwischen Komfort, Sport, Sport Plus und Race. Das Fahrwerk kennt die Einstellung Komfort, Sport und Sport Plus, also Komfort, Komfortabel, Sport Plus sehr verhärtet und Sport halt die Alternative dazwischen. Dann können wir dem Getriebe sagen, sollst du automatisch schalten oder rein manuell. Die Abglasanlage kann ich steuern zwischen Sport Plus und Komfort. Und dann habe ich noch das ESP, was ich an bzw. auf Sport stellen kann. Da gibt es dann nachher noch die Besonderheit. So, ich gehe jetzt tatsächlich mal in Sport Plus. Das tut mir ein bisschen leid für die Nachbarn hier, weil die Anrainer, aber es ist glaube ich nur einer in dem Fall. Und Power to the Bauer. Ja, das kann ein bisschen was, ne? Das war jetzt mit Sport Plus. Da ist also die Sportabgasanlage, da sind die Klappen geöffnet. Dann röhrt der halt so ein bisschen lauter. Und ich musste mich gerade so ein bisschen konzentrieren, weil ich auch noch überholt worden bin, obwohl ich ja hier planmäßig 50 gefahren bin. Der beschleunigt natürlich von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. Selbst wenn das hier auf der Straße keine klinischen Bedingungen sind, es geht auf jeden Fall. Ne? Also der ist schon recht flott dabei. Frühen Morgen scheinen hier alle ein bisschen hektischer zu sein. Ah, okay, fahre ich über den Rasen. Ich trickse hier schon wieder. Ist der GTR, ne? Müsst ihr verstehen. Nein, aber ich hätte eigentlich nochmal zurücksetzen müssen. So, jetzt das Ganze nochmal in Komfort. Statt Sport Plus hier das Hochbeschleunigen. Aber gar nicht Sport, Komfort, sondern das war Sport. Macht aber auch keinen Unterschied. Ja, ich bin echt fasziniert, was hier heute morgens passiert. Ich dachte, ich fahre mal früh los, ne, damit auf der Autobahn noch nicht so viel ist. Ey, klar ist das jetzt auch schon so ein bisschen Berufsverkehr. Aber ich hatte halt gedacht, nicht ganz so viel. Das war jetzt Komfort, also die Klappensteuerung nicht aktiv und da röhrt er halt trotzdem ganz gut hinten raus.
Übrigens, wenn man kein Gas gibt oder keine Last hat, dann hat man oben, wo das Komfortlogo steht, im Cockpit jetzt ein kleines Segelboot. Das heißt, der Motor kann auch ein bisschen segeln. Sobald ich jetzt wieder das Gaspedal betätige, steht das C dann da, dann läuft der Motor wieder. Aber wenn man mal drauf achtet, beim Fahren trifft das durchaus häufiger vor. So, ich bin im Komfortmodus, also im komfortableren Modus, und das hier ist meine Straße. Jetzt sollte ich aber vergleichbar schnell fahren, so 55. Hier sind viele Unebenheiten, auch ein paar Dehnungsfugen. Und natürlich der AMG GT ist ein Sportwagen. Der ist schon straffer abgestimmt. Aber obwohl ich in den Schalensitzen sitze und auch, obwohl ich das hier auch merke, die Wellen beim Fahren, bin ich doch überrascht, wie viel Restkomfort der bietet. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass er mir geliefert worden ist. Ich habe jetzt gedacht, übrigens Start-Stopp geht auch gut, der wäre noch deutlich straffer, aber die Spreizung zwischen Komfort und sportlichem Setup ist wirklich sehr gut gelungen, finde ich zumindest. Bei Sport Plus verhärtet sich das Fahrwerk also wirklich nochmal deutlich. Aber das Schöne ist halt, in Komfort kannst du auch mehr oder weniger cruisen. Klar, ihr habt das gesehen, ne? Und wenn ihr das mit anderen Videos vergleicht, wo ich jetzt eine Limousine habe, vielleicht den A8 beispielsweise, da gleitest du dann natürlich ganz anders drüber mit dem Luftfahrwerk. Aber wenn ich überlege, dass ich hier das AMG-Gewindefahrwerk habe und das ist nicht adaptiv, doch, das ist ja auch adaptiv, natürlich, aber Gott. Aber wenn ich überlege, dass ich hier das AMG-Gewindefahrwerk habe, also wirklich ein richtig sportliches Fahrwerk, bin ich doch baff erstaunt, wie viel Restkomfort ich hier habe. Und auch die Schalensitze, wo man ja denkt, naja, Schale und so ein bisschen Leder drüber, nehmen dann von diesen Stößen nochmal eine ganze Menge ab. Finde ich sehr angenehm. Und überrascht mich. Ja, die Bremsanlage, nur ganz kurz, wir haben ja die Keramikbremse hier, die Hochleistungsbremse von AMG im Testwagen. Das kostet die 4.000, 5.000 Euro. Man sollte davon ausgehen, dass die knackig funktioniert, zumal die Zahlen auch schon für sich sprechen. 402 mm Durchmesser an der Vorderachse, 360 hinten. Da ist einiges, wo man drauf zugreifen kann, und die verzögert auch hervorragend. Lässt sich fein dosieren, also der Pedalweg, den gibt es quasi nicht, sondern sofort habe ich, wenn ich Druck auf, nee, das ist gar nicht wahr. Ich muss jetzt aber nochmal hier in Sport Plus eben. Ich versuche auch mal gleich hoch zu beschleunigen. Ratzfatz ist man hier bei 200, das ist echt der pure Wahnsinn. Nochmal von 150 hoch. Und das mal eben von 150 auf 250 quasi. Du brauchst bei dem Auto überhaupt nicht drängeln, davon mal abgesehen, dass der wirklich ein super Überholprestige hat. Die Autos springen quasi, selbst die 5er BMWs springen quasi nur auf die rechte Seite, wenn du von hinten kommst. Habe ich schon lange nicht mehr beim Auto in der Form erlebt. Das ist wirklich auf der Autobahn, wenn man schneller unterwegs ist, sehr praktisch. Aber ihr habt es ja eben selbst gehört, er wird auch ein bisschen lauter dann. Ne? Ich möchte das mit den Bremsen noch kurz zu Ende führen. Also wir haben die AMG Hochleistungsbremse hier, die greift knackig. Ich habe Mühe-Pedalweg, wo nichts passiert, und dann kann ich die aber sehr, sehr sanft dosieren. Wenn ich aber herzhaft zutrete, dann ja, greift die auch richtig. Und ich bin viel Autobahn gefahren, natürlich mit dem Auto.
Er hatte zwar keine kritischen Situationen, musste aber ab und zu mal von ziemlich schnell auf 120 runterbremsen. Und da bekommst du schnell ein gutes Gefühl für die Bremse, dass die auch ein bisschen was kann. Und nicht nur ein bisschen was. Ja, dann das übliche Spielchen. Ich fahre 100 jetzt im siebten Gang bei 2000 Umdrehungen im Komfortmodus. Habe ich eben gerade gesagt, jetzt 120 bei 2500 Umdrehungen. Jetzt kriege ich leichte Windgeräusche, eben habe ich noch nichts groß gehört. Und aber vom Motor höre ich halt nicht viel. bei 3000 Umdrehungen geht also immer so 500er Schritte hoch. Die Windgeräusche eigentlich nur von der Scheibe, von der Frontscheibe nicht, sondern von der Seitenscheibe wäre ein bisschen lauter. Das ganze Fahrzeug wird irgendwie lauter, das sind wohl die Abrollgeräusche. Motor immer noch nicht kritisch. Jetzt 160 jetzt bei 3250 Umdrehungen. Jetzt höre ich den Motor oder neben dem Motor war. Windgeräusche sind auch ein bisschen lauter geworden. Und ich hebe auch schon meine Stimme an. Jetzt bei 3250 Umdrehungen. Die Geräuschkulisse generell wird lauter, aber kann das nicht an Windgeräuschen festmachen. Jetzt bei 4000 Umdrehungen, jetzt werden die Windgeräusche doch deutlich lauter von der Seite wieder. Und das ganze Auto auch wieder von den Abrollgeräuschen noch ein bisschen lauter. Bei gut 5000 Umdrehungen. Ja, unterhalten macht jetzt keinen Spaß mehr. Ich bin jetzt schon wieder langsamer geworden. Wenn man alleine fährt, macht einem das nichts aus. Aber ich merke das jetzt, wo ich versuche zu euch zu reden. Das ist schon oberhalb der 200 nicht mehr schön. Also ich bin vom Kamener Kreuz nach Bielefeld, quasi, das sind so 80 Kilometer, nicht ganz 80 Kilometer, sehr schnell unterwegs gewesen in einem Abend, weil der Verkehr halt es auch zugelassen hat, war selten unter 250 und da habe ich das nicht so laut wahrgenommen, komischerweise, ne? Aber jetzt hier, wenn ich mit euch rede, fühlen sich oder hören sich 250 schon extrem laut an. So, jetzt wieder auf die Autobahn drauf. Eben habe ich ja in Sport Plus hoch beschleunigt. Jetzt bin ich in Komfort und bleib da auch mal. Auch das geht schnell, ist so ein bisschen ruhiger von der Geräuschkulisse. Und wenn ich ehrlich bin, Sport Plus hier mit der Klappensteuerung, also könnt ihr da ja auch aufmachen, das ist zwar eine schöne Sache, mal so 5 Minuten lang, aber ich bin dann im Individualprogramm ohne Auspuffklappensteuerung gefahren, weil mir das mit der Zeit dann wirklich auf die Nerven geht. Hier dieses geil, geil, geil.
Aber gerade diese programmierten Fehlzündungen gehen mir doch mittlerweile ziemlich auf die Nerven, wenn es wenigstens echt wäre, ne? So, jetzt nochmal hier manuell runterschalten. Wenn ihr einfach nur die Schaltwippen benutzt, dann überstimmt er euch. Also geht nicht in Begrenzer rein. Jetzt nochmal hier M für manuell gedrückt. Und dann kannst du den halt auch quälen. Und das Getriebe schaltet wirklich extrem zackig, wobei ich auch die Automatikabstimmung fantastisch finde. Also ich bin selten in die Versuchung gekommen, wirklich mit Schaltwippen zu fahren, weil ich hauptsächlich auf der Autobahn unterwegs war. Und das Problem bei diesem Auto ist natürlich auch, ich bin tatsächlich Landstraße gefahren, gestern Abend zum Beispiel. Also diese Scheibe ist so dreckig, nur gestern Abend von der Landstraße. Bin wirklich nicht schnell unterwegs gewesen, hatte auch noch einen Haufen Idioten auf der Straße. Aber wenn du mit dem hier mal beschleunigst, also versuchst zu überholen auf der Landstraße, dann bist du auch ratzfatz bei 150, ohne, nur weil du mal ganz kurz das Gas angetippt hast. Und darum finde ich Landstraßenfahrt mit dem schon fast anstrengend, wenn dir dein Führerschein wichtig ist. Ne? Also wenn es dir egal ist, dann macht das ja nichts. Aber der ist irgendwann so schnell in der Beschleunigung. Also, ja, wie soll ich das zeigen? Hier mal von 80, kurz angebremst. Mal voll aufs Gas, ne? Da bist du schon bei 150. Das ist so irre, diese Geschwindigkeit, die der aufbaut. Und darum auch, du musst mit dem Auto, mal davon abgesehen, dass er wirklich ein göttliches Überholprestige hat, du musst nicht mal drängeln. Also ich habe glaube ich nicht einmal gedrängelt, weil entweder hüpfen die wirklich rüber oder du bleibst halt kurz dahinter mit genügend Abstand, weil du weißt, du springst sowieso gleich wieder auf deine 200, 250, wenn du denn willst. Und ja, ich weiß, es kommen hier die Leute, die sagen, Jan, du Raser. Ich meine, wofür hat man denn so ein Auto, damit man damit schnell fahren kann? Und ja, kann man natürlich auf der Rennstrecke machen. Hatte ich jetzt nicht die Möglichkeit, aber die Autobahn in Deutschland ist nun mal offen und wenn man sein Fahrverhalten dem Verkehr anpasst, dann ist doch alles gut. So. Jetzt nochmal Sport Plus Auspuffklappen ausgestellt. Sind schon irre, also die Beschleunigung. Jetzt hier gar nicht darum, euch zu zeigen, boah, was bin ich für ein König und was traue ich mich schnell zu fahren, aber das ist hier nochmal ein Beleg dafür, diese langgezogene Kurve, da vorne, die wäre nicht noch schöner gewesen, aber wir haben ja hier leider ein bisschen Verkehr, die nehme ich nochmal mit. Kannst du Vollgas durchfahren und das ist für mich immer die entscheidende Sportwagenkurve, wie zufrieden bin ich mit der Fahrwerksabstimmung und der Wagen liegt wirklich wie ein Brett auf der Straße
Also nicht wie ein Brett, sondern du fährst wie auf Schienen durch diese Kurve mit über 250 durch. Und ich bin jetzt eben immer mal wieder vom Gas gegangen, das habt ihr ja gehört. Nicht, weil das irgendwie das Auto jetzt nicht irgendwie auch durchgezogen hätte, sondern weil ich natürlich immer auf den Verkehr achten muss. Und wenn rechts ein Auto ist, gehe ich erstmal automatisch ein bisschen vom Gas. Nicht, dass der sich gerade überlegt, oh, ich bin so müde, aber rausziehen kann ich schon mal. Ich bin von Frankfurt nach Bielefeld gefahren und fahre auf dem Rückweg am liebsten mal die A45. Die geht dann quasi von Frankfurt irgendwann von der 5 ab hoch Richtung Dortmund. Da sind im Moment zwar leider sehr viele Baustellen und somit auch sehr viele Tempolimits, aber so ein Stückchen ist noch offen und es geht halt ziemlich viel, es ist kurvig auf der Autobahn, also natürlich langgezogene Kurven, keine Spitzkurven oder so. Und ein längeres Stück ist auch offen. Und da mit dem Wagen durchzufahren, also wirklich lange gezogene Autobahnkurven, wo du dann auch noch Höhenunterschiede hast, das hat mir so viel Spaß gemacht. Natürlich dann auch entsprechend wieder mit hoher Geschwindigkeit. Aber da hat man mal so ein Gefühl dafür gekriegt, was das Auto kann, jenseits der Rennstrecke, also auf dem Terrain, wo wir uns normal bewegen dürfen. Und das ist wirklich, du hast eine Bremse, bei der du weißt, dass sie zupackt und du hast ein Fahrwerk, was einfach phänomenal funktioniert. Und ja, auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten möchte ich auf jeden Fall im Sport-Plus-Modus vom Fahrwerk unterwegs sein. Das gibt mir einfach nochmal ein sicheres Gefühl, wie der dann auf der Straße liegt. Und da wird dann natürlich deutlich härter. Ne? Also da habt ihr eben gesehen, ich bin glaube ich zweimal hier auch so ein bisschen gehopst oder so. Aber das finde ich jetzt noch sehr normal. Ja, auch die Lenkung total präzise. Du hast zu keiner Zeit das Gefühl, irgendwie das Auto macht irgendwie Sperenzins mit dir. Und trotzdem merkst du schon, gerade beim Losbeschleunigen auch schon, da macht er hinten einen kleinen Wackler. Und wenn du jetzt mit dem ESP ein bisschen rumspielen willst, dann gibt er dir nach hinten natürlich auch ein bisschen mehr Spiel. Ich bin da ja gar kein großer Freund von, vor allen Dingen nicht auf der öffentlichen Straße mit Autos, die mir nicht gehören. Aber der fährt sich halt nicht so klinisch sauber, wie ich das persönlich eigentlich von Allradfahrzeugen eigentlich ganz gerne habe, sondern er hat so ansatzweise Zickencharakter. Ja. Ach Gott. Nee. Schön. Habe ich eigentlich alles erzählt? Ich glaube schon. Ja, und das ist wirklich ein bizarrer Moment, wenn du an der Ampel stehst und alle gucken auf dich, was du da fährst. Und dann geht hier Start-Stopp an. Bup. Oh, ne, mir ist das wichtig. Ja, es ist schon faszinierend, was das Auto kann. Und macht halt auch richtig Spaß. Und dann tut es wieder in der Seele weh, dass du dafür 160.000 Euro brauchst, um sowas dein eigen nennen zu dürfen. Und selbst wenn du dir mal für einen Tag leihst, hier diese Sportwagen-Mietgeschichten, die sind ja auch nicht ohne. Also die kosten ja auch ziemlich viel Geld. Da bin ich sehr froh, dass ich das für euch erleben darf, wenn ich das mal mit einer kleinen Träne im Auge sagen darf. Aber nochmal, auf der A45 da von Frankfurt hoch Richtung Dortmund, das war schon, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja. Achso, ja, richtig. Wir haben hier noch den Race-Modus, ne? Also von der Soundkulisse wird das nicht anders. Er ist jetzt nochmal anders abgestimmt. Und jetzt kann ich hier auch das ESP ausschalten. Dann sieht man im Bordcomputer, dass dieser Schalter jetzt aktiv ist. Und hier kann ich jetzt quasi regeln, wie viel Schlupf ich der Hinterachse gewähren möchte. Also entweder ganz viel, ganz wenig Schlupf, da ist das ESP quasi noch voll an, oder
halt so gut wie gar keine Traktionskontrolle. Ach Gott, ich bin im Base. Und ja, meiner Meinung nach hat das halt nichts auf den öffentlichen Straßen zu suchen, sondern wenn du auf deiner Rennstrecke deiner Wahl bist und Trackday hast, dann kannst du hier schön rumspielen und dich nach und nach rantasten, wie viel du der Hinterachse erlauben möchtest mitzugehen. Je nach Strecke kannst du da ja sogar ein bisschen schneller dann unterwegs sein. Ne? Thema Driften oder du möchtest halt einfach driften. Aber ich bin da ja sehr brav und konservativ und sage, wer driftet, der sollte das auf keinen Fall auf öffentlichen Straßen machen. Darum gehe ich auf den Modus jetzt auch nicht groß ein. Eine Sache kann ich noch erzählen, während ich hier so ein bisschen rumtuckel. Wir haben ja eine Allradlenkung. Sehe ich am Wendekreis, also 11,5 Meter für das lange Auto, ist schon ein bisschen beeindruckend. Auch wenn ich finde, dass er sich beim Rangieren halt gar nicht so so nach 11,50 Meter anfühlt, sondern eher wie 13 Meter, aber das kann sein, weil das Auto an sich halt auch ein bisschen unübersichtlich ist. Bang! Alter, hab ich voll vergessen! Total wichtig! Das Allergrößte wollte ich eigentlich schon mal erzählen beim Losfahren. Ich mag diese Sicht nach vorne. Du hast die beiden Powerdomes, du hast diese endlos lange Haube und das macht einfach, wenn du hier drin sitzt in dem Auto, du hast nur die Schießscharte, guckst nach vorne, hast die beiden Powerdomes, eine langgezogene Haube, siehst halt irgendwo, verjüngt die sie oder verkrümmt die sie nach unten. Ach, das ist schön. Das ist wirklich, das Auge fährt ja auch mit, ne? Und normalerweise siehst du ja vom Auto mal, während du fährst, selbst relativ wenig. Aber das ist wirklich, ich mag, wenn du so einen Blick hast vorne raus. Und an der Stelle nochmal Entschuldigung, dass die Scheibe so dreckig ist. Ich bin gestern Abend um 11 zu Hause gewesen, habe bis 10 am Bilzer Werk gedreht, quasi um 11 zu Hause und bin heute Morgen um 5 schon wieder aufgestanden und losgefahren und hatte keine Muße, jetzt noch zur Tankstelle zu fahren, um das sauber zu machen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ja, Fazit. Ist ein super Auto. Ich finde, von der Leistung, das interessiert mich mittlerweile in der Region hier nicht mehr. Ob du nun 557 oder 585 PS hast, ist meines Erachtens wirklich nur so ein Mühunterschied. Klar, wenn du jetzt nochmal 700 PS hast, in die Region vorstößt, das ist dann nochmal was anderes. Aber jetzt ob GT, GTS, GTC oder GTR, finde ich jetzt nicht mehr so kriegsentscheidend. Beim GTR merkst du halt schon, dass das Fahrwerk wirklich auf den Rennstreckeneinsatz abgestimmt ist und dass du damit, also es ist hier kein Luxus-Cruiser, sondern der kann schon richtig was. Und du kannst halt noch halbwegs komfortabel fahren. Aber wie gesagt, die Leistung ist es gar nicht, die mich hier so flasht, sondern das Fahrwerk und das Fahrverhalten. Ja. Ja, und wenn ich meine 5 Minuten habe, dann finde ich die Sportauspuffanlage natürlich auch total geil und so. Aber ich finde es halt auch schön, dass man sie deaktivieren kann. Generell, das ist auch ein extrem lautes Auto hier. Und er säuft. Aber man kann ihn auch mit 12,4 Liter fahren. Hier, Gleitzmann hat es geschafft. Gut. Das soll es gewesen sein. Und wem das hier nicht emotional genug war, der Björn Habiger, der macht immer schön emotionale Sachen. Ich versuche ja immer so ein bisschen ruhiger zu sein. Ihr könnt euch aber gewiss sein, ich hatte richtig Spaß mit dem Fahrzeug. Habe mich gefreut wie Bolle. Ja, die Assistenzsysteme können wir relativ schnell abhaken. Ich habe einen Tempomaten, der ist aber nicht adaptiv. Ich habe eine Verkehrszeichenerkennung, die erkennt nicht nur Tempolimit, sondern auch Überholverbote. Ich habe einen Totwinkelwarner, das heißt, er zeigt mir hier im Spiegel so ein kleines Dreieck an, wenn sich ein Fahrzeug im toten Winkel befindet. Und ich habe einen Spurverlassenswarner. Das heißt, wenn die Spuren erkannt werden und ich diese Spuren überfahre, dann gibt es so ein Ding-Ding im Lenkrad immer. Also dann zeigt er mir quasi, hier pass mal auf, du überfährst die Spuren. Er lenkt aber nicht aktiv mit und der Tempomat hält auch nicht aktiv die Spur. Gibt es natürlich noch einen Kollisionswarner
und eine Müdigkeitserkennung. Das heißt, wenn das System guckt, fährt der Fahrer irgendwie komisch von den ganzen Parameterwerten, die das Auto mitnehmen kann, und wann hat er dann seine letzte Pause gemacht. Ja, das war's. Das war meine Videokaufberatung hier zum Mercedes AMG GTR. Und zum Ende sage ich immer was zum Verbrauch. Mercedes gibt einen Neftverbrauch von 12,4 Liter an. Und was habe ich gelacht, aber es stimmt gar nicht. Denn ich bin heute vom Büro zum Bilsterberg gefahren. Die Autobahn war voll, der Rest ist Landstraße. Und ich bin verhalten gefahren, also wirklich verhalten, aber jetzt nicht langsam oder so. Da, wo ich schneller konnte, bin ich dann auch 160, 170 gefahren. Aber halt nicht Vollgas und nicht in Sport Plus, sondern ganz normal in Komfort. Und habe auf dieser Strecke Neftverbrauch von 12,4 Liter hingekriegt. Ich habe auch einen Screenshot für euch gemacht, ne? Damit ihr das glaubt. Gut, insgesamt bin ich aber fast 1000 Kilometer jetzt mit dem Auto gefahren und habe einen Durchschnittsverbrauch von 19,3 Liter erfahren. Das ist auch relativ einfach. Je mehr du aufs Gas drückst, umso mehr verbraucht der halt, ne? Ist ganz klar. Und ich habe es euch ja beim Fahreindruck erzählt. Ich bin über die A45 nach Hause gefahren, A45, und dann habe ich in Kamen getankt. Auf der A2 vom Kamener Kreuz halt nach Bielefeld, hatte weitestgehend freie Strecke, bin selten unter 250 gefahren, und dann kommst du in Bielefeld an, keine 100 Kilometer gefahren oder gerade mal 100 Kilometer und über die Hälfte des Tanks ist leer. Und so kannst du den Verbrauch natürlich auch hochdrücken. Wenn ich hier auf dem Bilsterberg fahren würde, kann ich mir vorstellen, komme ich auch beim Durchschnittsverbrauch von 30 bis 40 Liter raus. Also wenn du ihn richtig trittst, dann nimmt er wahrscheinlich noch mehr. Aber ich war doch durchaus beeindruckt, wenn man ganz normal fährt, dass man den Neftverbrauch erreichen kann. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geschafft habe. Ich bin wirklich verblüfft. Man muss aber dazu sagen, was er natürlich überhaupt nicht mag, ist Stadtverkehr, ne? Also wenn du losfährst in der Stadt, nur den Motor starten, fängt er an mit 30 Liter Durchschnittsverbrauch. Und dann brauchst du erstmal Kilometer, 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 4 Kilometer. Dann hat er, glaube ich, das erste Mal gezuckt, 29,5 oder so. Und wer so längere Strecken fährt, der kann vermutlich auch, also nicht die ganze Zeit Vollgas gibt, kann mit einem guten Verbrauch hinkommen. Ja. Als ob das jemand interessieren würde, der das Geld hat, sich das Auto zu kaufen. Ich sag's ja nur mal, ne? Zweite Hand, dritte Hand. 2035 oder so. Gut, ja, dann habe ich noch drei Bewertungskriterien subjektiver Art, also einfach nur meine Meinung. Punkt 1, Fahrspaß, ist der Hammer. Es ist wirklich ein Knaller. Ich will jetzt nicht sagen, dass er heraussticht zwischen den anderen Kandidaten. Das Feuerwerk schlechthin ist, aber der macht halt richtig, richtig Spaß. Und mir persönlich hat er am meisten Spaß gemacht auf der A45. Also weil du da die ganze Zeit Kurven links, rechts, hoch, runter, und das kannst du alles über 200 fahren, wenn der Verkehr es zulässt, natürlich nur. Und da merkst du mal, was das Auto kann. Das war schon sehr beeindruckend. Natürlich wäre der Bilsterberg noch besser gewesen, aber mein übliches Problem. Gehe ich nicht drauf ein. Also Fahrspaß wirklich ohne Ende. Und wenn der Tank nicht so klein wäre, hätte es noch mehr Spaß gemacht, sage ich mal. Ja, beim Fahrkomfort muss ich sagen, dass ich doch ansatzweise überrascht war, dass der im Komfort-Fahrprogramm doch so eine Menge Restkomfort bietet. Also du kannst mit dem Wagen, das, was ich heute gemacht habe, mit den 12,4 Litern, wenn du ganz normal fährst, das ist jetzt kein Luftfahrwerk, ne? Das ist jetzt hier keine große Raketentechnik, dass du schwebst wie auf Wolken. Aber für so einen brutalen Sportwagen hat er so viel Restkomfort, dass man es kaum glaubt. Und selbst die Schalensitze, von denen ich dachte beim ersten Einsteigen, ich bin nach Frankfurt und zurückgefahren und fühle mich da nach wie vor wohl in den Sitzen. Also das ist, ich finde den wirklich nicht unkomfortabel, immer unter der Berücksichtigung, wir reden hier über einen Sportwagen, ne? Und der Alltagsnutzen, also mal so, die Rundumsicht ist eine Katastrophe, finde ich zumindest. Ich komme weder mit den Spiegeln noch mit dem Rückspiegel klar. Das ist alles nicht ganz so witzig. Und trotz Hinterachslenkung fühlt er sich auch nicht wirklich so an. Also er fühlt sich nicht nach 11,5 Meter Wendekreis an, ganz und gar nicht. Eher nach 13, 14 gefühlt. Meine Meinung und so.
Ja, und dann der eingeschränkte Kofferraum, du hast nur zwei Sitze, na, ich muss mir irgendwie schlecht reden, oder? Nein, fünf Sportwagen, finde ich, hat er durchaus auch noch Alltagsnutzen, bringt er mit. Ja, das war's. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Genau so möchte ich ihn haben, auch in der Farbe. Ich finde dieses Green Hell einfach fantastisch, die Farbe. Jetzt gerade in der Abendstimmung merkt man, wie die dann nochmal so umkippt. Ne? Also nicht umkippt, aber die hat so ganz viele Nuancen, die Farbe. Der sieht nie gleich aus. Immer wenn so ein Hauchfitzel Sonne nur drauf scheint, von einer Seite sieht das Auto, finde ich, gleich wieder ganz anders aus. Sehr aufregend. Ich mag den. Ja, morgen wird er abgeholt. Was soll ich machen, ne? Kann man nichts machen. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Was sagt ihr? GTR muss man haben oder geht gar nicht? Eher Porsche oder eher AMG GTR? Eher Nissan GTR oder eher Mercedes GTR? Ich meine, ja, kleiner Preisunterschied. Aber lassen wir die Preise mal außen vor. Und was mich auch nochmal interessieren würde, diejenigen von euch, die öfter mal an der Rennstrecke unterwegs sind, sieht man die GTRs tatsächlich auf der Rennstrecke? Also kauft die jemand für die Rennstrecke oder ist das eher so Garagenparker und in Marbella mal zum Supermarkt und zurück? Ja, eine Menge Fragen an euch. Vielleicht kriege ich ein paar Antworten. Ich verabschiede mich jetzt wie immer, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen gebt mir einen Daumen nach oben. Und verabschiede mich jetzt blablabla und sage wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan. Meine Fresse, wird das lustig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und jetzt frage ich mich, ob die Kamera überhaupt läuft. Oh, es ist alles nicht gut. Läuft aber.